Seid gegrüßt, herzlich willkommen bei Whisky über Gold. Ich bin's, euer Tomek, und heute wieder auf der Insel Eila, und zwar bei Lagavulin. Ja, eine Brennerei, die 1816 gegründet wurde, die nicht sonderlich viele Abfüllungen hat. Es gibt den 16er, es gibt diese jährlich erscheinende Lagavulin Distillers Edition mit 16 Jahren. Dann gibt es seit 2003, glaube ich, den 12-jährigen Lagavulin in Fassstärke. Mittlerweile ist auch der 8-jährige Lagavulin im Standardsortiment. Zumindest habe ich es, glaube ich, letztens gelesen, dass er jetzt regelmäßig abgefüllt werden soll. Und dann gibt es natürlich noch die Sonderabfüllung mit 21, 30 Jahren. Gab es da irgendwie um irgendwas. Aber das ist schon ein Preissegment, das möchte, glaube ich, kaum einer von uns bezahlen. Dann gibt es natürlich diese ganzen Inselabfüllungen zum Festival und. Aber an den Standardabfüllungen gibt es nicht sonderlich viele. Und Lagavulin macht auch gar nicht so viel Marketing für seine Whiskys. Nicht wie Artback zum Beispiel. Deutlich weniger. Also ich kriege da nicht so viel von mit, muss ich ehrlich sagen. Gehören tut Lagavulin auch dem Diageo-Konzern? Bin ich der Meinung. Ich glaube ja. Doch, müsste stimmen. Und ja, das hier ist die... Was ich so höre, so sind die Meinungen, die beliebteste Distillers Edition der ganzen Distillers Edition Abfüllung. Es gibt ja auch von Oban eine, von Talisca, Dolwini und. Aus der Classic Malts of Scotland Serie halt. Und diese erfreut sich immer relativ großer Beliebtheit. Ich finde ihn tatsächlich auch gut. Deswegen habe ich mir auch wieder die neue Abfüllung nach langer Zeit mal wieder zugelegt. Und zwar die 2001 und 2017 abgefüllte, also 16 Jährchen. Kosten tut sie 80 Euro, 43 Volumenprozente, ist gefärbt, ist kühl gefiltert. Diese Abfüllungen sind limitiert. Es stehen sehr viele Flaschen zur Verfügung, aber man muss dem nicht hinterherrennen. Aber wenn sie dann irgendwann alle sind, dann sind sie alle und dann kommt ein neuer Jahrgang. Sie schmecken in der Regel relativ ähnlich, wenn nicht sogar fast gleich. Also ich merke da die Unterschiede nicht. Ich glaube, das sind alles stimmungsabhängig und durch die Weiterentwicklung mit den Jahren schmeckt man den Whisky vielleicht ein bisschen anders. Reifen durfte dieser hier wie alle anderen auch in Ex-Bourbon-Fässern und erhielt ein mindestens 3 Monate Finish in PX Sherry Fässern. Jau. Dann habe ich noch die Angabe gefunden, er ist, also der Torfgehalt ist 40 ppm. So Pi mal Daumen, 30 bis 40 soll er haben. Ja, das ist das Design. Hier schreiben sie noch so ein bisschen Infos drauf. Genau, dass er in den PX-Fässern reifte, limitierte Abfüllung, dann noch so ein bisschen etwas Marketing, Double Maturation, was ich euch gesagt habe, mit Farbstoff versehen und. Früher gab es ein anderes Design, da waren sie komplett schwarz, die Verpackung. Jetzt haben sie so einen leichten grünen Blauton. Die Flaschen sehen sehr schick aus, finde ich. Sehr edel gemacht, hier noch mit diesem ja, eingebrannten Schriftzug und was ist denn das hier überhaupt? So ein Löwe und, weiß was ich. Batch 4-506. Viel mehr steht nicht mit Farbstoff Zuckercouleur und wir sollen verantwortungsbewusst trinken. Und das tun wir natürlich auch. Deswegen schenken wir uns nur 2 cl ein. Also ich mag diese Abfüllung auch sehr, sehr gerne. Deswegen irgendwann ab und an überkommt es mich immer und dann kaufe ich mir auch mal so eine Flasche. Auch gerne die Talisca Distillers Edition. Die anderen sind tatsächlich nicht ganz so meins. Also mir langt das absolut. 2 cl? Ja, passt, sehr gut. So, die Farbe. Tiefes Gold. Geht schon leicht in so einen orangenen, rötlichen Ton rein. Aber wie gesagt, können wir nicht viel von ableiten. Aber wir wissen ungefähr um die Reifung, was es für Fässer sind, wissen wir natürlich nicht. Also ob das First Fill oder Second oder was auch immer sind. Aber zumindest wissen wir mindestens 3 Monate PX Sherry und Rest Ex Bourbon. Gibt es noch was? Habe ich was vergessen? Ich glaube nicht. Okay.
Na, was schwemmt mir da im Glas? Da ist mir irgendwas drin gelandet. Das müssen wir mal rausholen. Oh, so eine Mini-Fliege. Ah ja. Esse ich nicht. Ich esse keine Tiere. Kommen wieder so Erinnerungen hoch. Ich weiß gar nicht. Vor 2 Jahren, glaube ich, die 2,5er war die letzte, die ich hatte. Eine tolle Nase. 43 Volumenprozent habe ich gesagt, ne? Ja. Rauch mit so einer schönen. Dezent würde ich gar nicht sagen, einer recht präsenten Süße. Ein wunderbarer Malzton kommt mit Hauch von Vanille. Eine leichte Meeresbrise. Das ist auch hier wieder so ein schön eingebundener Rauch mit dieser Sherry-Note. Das ist toll. Der überlagert nichts. Der ist nicht so extrem wie jetzt zum Beispiel, wenn man den 12er Fassstärke nimmt. Da kriegt man richtig volles Brett oder den 16er selbst auch. Da macht sich diese PX-Sherry-Fassreifung einfach bemerkbar und das macht ihn so schön harmonisch. Ja, so dunkler Honig und eine ganz klare Holzigkeit, die sich langsam hervorhebt. Leute, zum Wohl. Süß. Jetzt im Nachklang breitet sich erst dieser schöne Rauch aus, schön dezent, gleichmäßig. Die Malznote ist auch hier am Gaumen präsent wie in der Nase. Jetzt wird aber ein bisschen grasig und im Abgang kommen so leichte Kaffeenoten durch. Der Rauch bleibt etwas Eiche. Ich bezeichne ihn jetzt einfach mal mittellang, den Abgang. Schöne, leichte, sanfte Kaffeenote. Milder Kaffee. Ja, und jetzt riecht man auch so ein bisschen, wo man ihn probiert hat, so eine leichte Fruchtigkeit. Ich könnte die Früchte jetzt aber schlecht zuordnen. Es könnten helle, es könnten auch etwas dunklere Früchte sein. Aber so insgesamt ein schöner, harmonischer Whisky. Ich finde ihn gar nicht so komplex. Viele sagen, der hat eine Komplexität dann bei. Das finde ich jetzt gar nicht so. Wunderbar trinkbar. Speichelfluss kommt. Schön. Der Rauch zieht einfach von vorne nach hinten immer mehr durch. Am Anfang nichts, nur die Süße und dann kommt er langsam. Und dann diese Grasnote. Das Holz kommt nochmal, schiebt ein bisschen Kaffee. Mensch, was ist denn das für eine Frucht? Ich kriege gerade nicht auf den Zettel hier. Was für Früchte ich hier kriege.
fehlt das gerade. Naja, irgendeine Frucht ist es, aber ich komme nicht drauf. Egal. Ein schöner Malt. Ich finde, ein wunderbarer Whisky, den man sich zu Weihnachten gönnen kann. Der kommt ja immer jetzt um diese Jahreszeit jetzt raus, so Herbst. Zu Oktober kann man, glaube ich, oder? Ich glaube, so um den Dreh rum. Ich finde, den kann man sich wunderbar gönnen. Wunderbar aufmachen, habe ich schon mal gemacht zu Weihnachten. Kommt wunderbar, so schön beim Kaminfeuer oder zu einer schönen Zigarre, finde ich auch. Ist der wunderbar. Ich zünde mir ganz gern zu solchen Whiskys, die einfach einen kleinen Rauchanteil haben, eine schöne, sanfte Zigarre an. Ich finde, da passt er wunderbar rein. Ein schöner Malt. Ich, wie gesagt, diese Distillers Edition Jahrgangsabfüllung, sehr ähnlich in meinen Augen. Man bräuchte natürlich den direkten Vergleich vielleicht, aber sie sind immer wieder solide und gut. Kaufempfehlung. Tun, machen, schmeckt, lecker. Mein Fazit. Ja, unten die Kommentare. Ich freue mich. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.